Oh Gott. Ein F5 zu fallen. Wow! Was war das? Ja, in Hot Pursuit 2 muss ich nicht so viel updaten, ne? Da kann ich immer schnell rein schnuppern. Ja, im Idealfall ja, klappt, gut, außer was Stevie gerade sagte. Ja. So gut Content wie in FS4, da haben wir ja... Achso, die Strecken-Updates, ja, genau. Noch alles updaten. Schönes F50-Rennen für den Anfang, das kann doch mal richtig sein. Ja. Bin ich ganz bei dir. Nein! Aber ich muss jetzt nachträglich echt sagen, die Need for ist tatsächlich schneller von dem Ding. Ich fühle das schon. Ja, irgendwie fahren die ja im Multiplayer nicht, weil die ja nicht sind. Es geht ja, wir sind die gestern mal gefahren. Gestern sind wir sie ja gefahren. Nee, dann kann man die doch auch bei uns einspeisen, was ist denn die... Was hältst du denn von der Idee? Ja, das Problem eigentlich, ist, eigentlich dass viel, das ASAP nicht aufzeichnet. Ja. Naja, also zum einen wäre das kein Problem und zum anderen klar zeichnet ASAP das auf. Ja, aber zeichnet ja, es zwar auf, aber in die Kategorie, die ich reserviert habe, sind dann auch, dass die bald kommen. Ja, aber beschwerst dich aber darüber, wenn wir überlegen, dass wir mal in einem Renntag einen Kopfwagen gefahren sind, solltest du mal vielleicht ruhig sein, weil der wird so in den ASAC nicht gelistet, Kopffahrzeug, oder? Natürlich wird er da aufgelistet. Was ist ASAC? Arg, stirb! Man weiß nicht, was ASAC ist, Mensch. Also, ich will ja keine. Jetzt habe ich mich, glaube ich, geoutet. Ja, das ist das Programm, ist was Scheiße, ich ja. Ist normales Spiel. Manchmal höre ich euch rechts und dann wieder in der Mitte. Verkehr oder sonst was. Aber apropos ASIC, ich habe vergessen, das anzumachen. Disqualifiziert. Jetzt sofort stehen bleiben. Es ist einfach nur ein Programm, was die Rennergebnisse aufzeichnet. Du kannst halt eben sehen, wer in welcher Runde wie schnell gefahren war und außerdem hat es eine Datenbank von deinen schnellsten Runden pro Strecke Autokombination. Ah, ist das hier für die TRR oder ist das sowas? Nein, das gab es schon immer und früher gab es halt eben noch einen Server, wo man die Zeiten dann hochladen konnte, aber den gibt es halt eben seit Jahrzehnten nicht mehr. Ah, das war sowas wie High-Stick-Scoring oder wie? Ja, aber lokal Datenbank eben halt auch, nicht nur online. Ah. Das ist sehr interessant. Fünfer? Ja. Oh, ich fahr doch nur. Oh, das war ein schnelles Rennen. Ja, achso, das ist ja nur ein Sprint, ja, stimmt. Ich hab nach oben links geguckt. Wieso sollte ich denn springen? Ich fahre hier, ich springe nicht. Oh, das auch. Kurz vor Ende überholt ihr mich noch, das gibt's doch nicht. Glückwunsch, du bist Zweiter. Ah, doch nicht Letzter. Okay, also, ich bin ganz normal, wie gesagt, gefahren zum Ende. Keine Ahnung, was da ist. Gut aufgeholt. Sowieso, wir sind zusammen losgefahren, wir sind zusammen angekommen. Ich habe gefühlt jede zweite Wand mitgenommen. Nee. Ja, ich finde es irgendwie genial. Die und aber Dursch haben fast die Zeit, gleiche Zeit und wir auch. Ja, ja. Der Speeder. Yes. So, Peter. Okay. Peter. Martensalat. Voll der Geschwindigkeitsunterschied auf einmal. Ja, ja, aber das Problem halt mit ASAC. ASAC. Ist in, oder ASIC, wie man es halt nennen will. Ja, ja, alles gut. Das ist halt auch, wenn du jetzt ein gemoddetes Auto hast. Also du kannst sie ja nur replacen. Man kann ja nicht irgendwie was einfügen, wie bei. Bis jetzt bei NFS4 der Fall ist. Das kannst du ja nicht. Ah, okay. Dann fällt der unter den. Die NFS-Version. Also der kann ja nicht unterscheiden. Naja, unter Others. Es gibt keine NFS-Version. Ja. Traurig eigentlich, wenn man überlegt,
dass es die NFS 4, die NFS-Version davon gibt. Ja, du kannst halt im Online-Rennen nicht auswählen. Also nicht normalerweise zumindest. Und das kam halt eben schon aus der Online-Szene sozusagen, nicht aus der Offline-Spieler-Szene. Aber ja, es wäre schon besser, wenn das irgendwie... Wäre auch kein Problem gewesen, er hätte nur einer nachfragen müssen. Ja, dass nur man deswegen, die eventuell auch noch mit einbaut. Ja, nur deswegen fahren wir die irgendwie hin im Clan. Was halt cool gewesen wäre, wenn man auch hätte Kategorien hinzufügen können. Das wäre halt genial gewesen. Ja, so Atlas 1, Atlas 2 oder halt eben mit Namen geben. Ja, das wäre möglich gewesen. Das wäre halt genial gewesen. Das ist sehr schade, dass es das nicht gibt derzeit. Hat halt niemand nachgefragt. Ja, aber es ist halt kacke, wenn dann irgendwas... Wir sollen doch mal selber eine Idee haben, warum muss man danach fragen? Ja, dann, es wollte keiner haben, also warum willst du es bauen? Ja, Dennis, warum nicht? Features und so. Dennis, Jonat fuchst sich doch gerade in Programme rein, dann soll er so ein Programm schreiben. Ja, also gibt's in Hot Pursuit 2 nicht in-game so eine, so wie Need for Speed 4, so eine Database für die jede Strecke? Nee, gibt's nicht. Achso. Ich meine, das könnte doch Jonat dann noch machen, wenn er sich da gerade sowieso in einen reinfuchst irgendwie. Ja, nun müssten wir natürlich dann die Adressen wissen von den Seiten. Oder man muss es halt nachträglich in die Datenbank eintragen. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Dann könnten wir die Need for Speed Edition Autos nutzen, wenn Jonat sowas machen würde. Ja. Ich habe keinen Bock, nach jedem Rennen rauszuzahlen. Erst recht, weil zum Beispiel, ja, im Nachhinein da eintragen. Ja, und? Erst recht, Tometa hat Probleme mit dem Spiel rauszutappen. Nimm's doch auf. Außerdem, man könnte es doch einfach so machen, dass man für jeden Renntag so ein Custom Setup nimmt, oder? Dann müsste man nicht rauszappen. Du musst doch sowieso nicht raustappen, die Zeiten stehen doch alle am Ende. Warum muss man raustappen, habe ich nicht verstanden. Habe ich auch nicht verstanden, weil man hat doch sowieso die Zeiten am Ende alle. Weil du vorhin sagtest, von wegen manuell nachtragen. Ja und? Ich musste auch die Auswertung manuell eintragen, das habe ich auch nicht automatisch sofort fertig. Woher weißt du, woher ich die Rundenzeiten habe und die Gesamtzeiten? Hol ich mir auch aus dem Video. Aus dem Video? Ja, sicher. Okay. Du könntest einfach ASIC for Servers laufen lassen. Hab ich nicht. Oh, ich bin Dritter, ey. Auch keine Ahnung, wie mir das einrichtet. Das ist ASIC, einfach ASIC. Nur ein anderes Programm namens ASIC for Servers. Hab ich was nicht. Halt einfach alles in Roh, in Textdatei speichert, anstatt in einer verschlüsselten Datei. Wo kriegt man das? Den kenn ich nicht. Google. Google ist doch einfach, wo es das kriegt. Du willst da irgendwie dran. Wenn du das machst, wenn du das mit normalen ASIC machst, findest du es schon nicht. Also das musst du wissen, wo das ist. Leichter nirgends. Ja, genau, das Fall, ob es noch gibt. Und kann man die lokale Database irgendwie so anpassen? Was ist denn die da passiert, Pete? Wie? Anpassen? Oh. Ja, ich bin da voll in die Seite rein. Das war total dämlich. Ja, einfach, also dass da irgendwie dann, weiß nicht, also ist es dann so, dass jedes Auto seine eigene ID hat und das wird dann überschrieben, oder wie? In dieser Database. Ich weiß nicht, was du meinst. Es wird einfach für jede Autostrecke-Kombination deine Bestzeit gespeichert. Wenn du eine neue machst, eine neue Bestzeit, dann überschreibst du halt eben die bisherige Bestzeit. Ja, und das ist dann ein Problem, wenn man ein Auto ersetzt, oder? Oder um was geht's? Nicht unbedingt. Es prüft halt eben, ob es das richtige Auto war. Wenn du an dem Auto was modifizierst, was in Need for Speed ja vorgesehen ist, dass man das relativ einfach machen kann wie Ini-Dateien, dann wird halt eben es nicht in dem Auto gespeichert, sondern in einer, ja, irgendwie, nicht geprüft wie, aber modifizierten Version davon. Und also Others halt eben. Es gibt quasi die Originalauto, Stock, und dann gibt es halt Others. Und Others könnte halt irgendwas sein. Irgendeiner, es war halt nicht Stock. Ja. Aber so, inklusive ja, die NFS-Edition. Ja, wenn Dennis ja irgendwann
die anderen Karren mal endlich drin hat, können wir das Programm ja dann sowieso nicht nutzen. Doch, wieso denn nicht? Für die Alas-Kategorie dann. Ich dachte, die Alas-Kategorie nervt dich wegen. Ja, dann dürfen wir halt nur diese Autos eben halt fahren und keine anderen. Also. Ja, nicht also, mit Speed Edition Autos oder genau, das Einzige, was ihn halt stört, ist halt eben, dass Others einfach alle nicht Stock-Autos sind. Egal, ob es Dennis-modifizierten Autos sind oder die Need for Speed Edition-modifizierten Autos oder wie auch immer modifizierte Autos, die landen dann bei Others. Also kannst du nicht unbedingt sagen, ob du jetzt schneller geworden bist, weil du nur weißt, ich bin in dem Others schneller geworden, was auch immer ich vorher in dem Others gefahren bin. Könnte was ganz anderes gewesen sein. Deswegen müssen wir halt, wenn wir die Others-Kategorie nutzen, immer die gleichen, eben sprich die neuen Autos benutzen. Ja, oder du ignorierst es halt eben einfach. Die Bestzeiten sind einfach nichts wert von Others. Deswegen hat es ja auch keiner... Ja, doch, klar. Du hast gewonnen! In dem Moment wären sie dann ja was. Ja, wenn man, man das konsequent alle immer nur das gleiche benutzen, dann vielleicht, ja. Kann man die nicht zusammen anzeigen? Und das hatte ich ja vor. Wie meinst du zusammen anzeigen? Ja, dass halt beides in einer Liste angezeigt wird. Also ja, beides im Sinne von Stock und Others. Das sind zwei verschiedene Kategorien. Genau. Ja, das macht ja auch Sinn. Das ist ja auch sinnvoll. Ja, aber du nimmst halt quasi das Auto A, zum Beispiel den McLaren oder was auch immer. Und dann modifizierst du ihn auf die eine Art und dann modifizierst du ihn auf die andere Art. Landet beides in Others und überschreibt sich gegenseitig. Ah, das ist scheiße, ja. Es gibt halt eben nur ein Others, ne? Für egal welche Modifikationen du gemacht hast. Genau. Ah, das ist doof. Ja, aber ich meine, du kannst halt eben 10 Millionen Modifikationen machen, du willst aber nicht 10 Millionen Kategorien haben. Ja, jetzt verstehe ich. Das ist schon ein wenig blöd. So gesehen, es hätte vielleicht schon Sinn gemacht, die Need for Speed Edition Autos eine extra dritte Kategorie sozusagen zu machen, aber ja, die kannst du halt eben im Online-Spiel nicht auswählen. Nicht einfach über die GUI und so halt eben. Deswegen hat das niemanden interessiert. Da muss man halt mal ein bisschen über die Ideen hinausdenken, mein Gott. Ja, wenn das irgendjemand interessiert hätte, hätte er das leicht einbauen können. Hat halt eben einfach niemanden interessiert. Er hätte es halt auch einfach so einbauen können. Ja, klar, er kann auch alles Mögliche machen, aber wenn es keinen interessiert, warum soll er? Weil er hat auch was anderes zu tun. Das kann er ja nicht wissen. Nur weil es keiner sich gemeldet hat, heißt das nicht, dass es keinen interessiert. Also, wenn keiner bereit ist, sich zu melden, dann interessiert es auch keinen. Wenn die nicht mal bereit sind, sich zu melden. Das ist nicht richtig. Also es hat sie nicht genug interessiert, um sich zu melden. Vielleicht sagen wir es so. Vielleicht hat sie so ein bisschen interessiert, aber nicht genug, um irgendwo im Forum oder was auch immer eine Nachricht zu tippen. Oder das war man ist so verpeilt wie ich und verpasst also alles. Ich möchte mal wissen, wie viel von der Spiel. Das ist die dritte Möglichkeit. Also ich war es auch nicht. Hättest ja was sagen können. Was ist jetzt los, Auto? Warum machst du das? Wahrscheinlich bist du schräg gelandet. Jo. Aber nicht ganz so schlimm. So, kann das denn jetzt zu Ende sein? Nur halte ich nichts gegen gerade. zweiter Stevie, okay. Woran hast du das erkannt? Tab gedrückt. Beim Fahren Tab drücken? Ja, ich hab das auf dem Lenkrad auf dem Knopf schon seit 100 Jahren, weil sehr praktisch. Wie du auch in meinen Videos sehen würdest. Ne? Es muss nicht immer nur du jemand, dass ich deinen nicht angucke, du guckst auch meine nicht an. Wo soll ich denn wissen, dass du hoch willst? Du hast die Rennflagge nachgucken. Das komisch, ich müsste das eigentlich als Benachrichtigung kriegen, auch von dir, Kirsche. Was denn überhaupt? Muss ich mal schauen. Ja, ich hab euch ja abonniert. Ach so, aber du siehst es ja auch im Discord. Meins müsste eigentlich alle aus dem TR-Server abonniert haben. Ich glaube, ich hab's einfach nicht auf Glocke. Das ist das Problem. Naja, es tendiert schon zum komisch springen, das Auto. Ich hab gar keine Abonnenten auf Glocke gestellt. Ich hatte das mal eine Weile und dann wurde es mir irgendwann zu viel. Nein, du, würde ja so viele Leute wie ich abonniert habe, würde ich ja dauerhaft darum eine Nachricht bekommen. Dauerhaft. Ja, ich kenn's.
habe mittlerweile Abonnenten, die ich gar nicht mehr kenne. Okay. Ist gut, ist hat sich gut was angesammelt. Ich räume zwischendurch mal auf. Das. Ja, nee, das. Dann muss ich auch mal machen. Die ich nicht. Wow, wirklich jetzt spiel. Die ich nicht schon lange nicht mehr geschaut habe, schmeiß ich raus. Frag dich zum Ete, ich dachte, ich mach kurz einen Dreher in dieser Kurve. Ja, das ist mir aber auch schon passiert, also das. Ja, mit der Dodge ist das gar nicht so schwer. Oh, Dreher ist okay irgendwie, aber dass die Sprünge sind echt unangenehm. Ach, diese Fehler sind unangenehm. Aber ich hätte Vorsprung deiner Dennis, Weiß. Dennis ja. Und sein Gemecker seiner Fehler, wenn ich überlege, was ich für Fehler mache. Mich interessiert Kirsches Abstand. Ja, ich weiß, wir sind unwichtig. Ja, uns gewinnt ja sowieso. Mich interessiert also, dein Abstandsziel. Ja, was interessiert mich jetzt in dem Rennen oder in der Meisterschaft? Alter, ich war so nah zum Mate und ich musste rutschen. Och, Mann. Mein Gegner ist nun mal Kirsche. Und gegen Kirsche wird das nichts, wenn ich das wieder behaupte. Das Spiel ist ganz ruhig. Das ist das Problem. Der Abstand ist das, jetzt bleib doch mal stabil bei dem fucking Jump. Was ist denn das, Alter? Ja, ich warte auf dich. Gell? Das ist jetzt gefühlt meine erste Runde, wo ich okay. Nicht. Du bist auch nicht durchgekommen, ey. Ich bin auch jedes Mal am Schlingern bei dem Sprung. Nein! Mann. Mein Gott, ey. Ich bin aber noch nicht einmal durch den Wald, also sauber durch den Wald gekommen. Das ich schon, aber leider echt? In der dritten Runde nicht. In der dritten Runde musste ich. In der dritten Runde musste ich mich wegdrehen. Ja, ich muss mich auch resetten gerade. In Runde 2 kam ich sauber durch. Echt? Okay. Aber war auch die einzige. Und jetzt ja. Ich gerade dahin. Okay. Mit so kriege ich den Vorsprung doch nicht dünner. Wäre er noch schneller. Ich lenke ein und die Karre fährt halbwegs geradeaus. Wobei gut, in LFS 4 ist es ja recht variabel. Und das Ding ist ja, dass Kirsche auch Fehler passieren, aber dazu, dass man echt eine Chance hätte gegen Kirsche. Was mache ich denn? Seit der dritten Runde mache ich nur noch Fehler hier. Aber nein. Ich habe bis zur dritten Runde nur Fehler gemacht. Ja, ich ab der dritten Runde. Gleicht sich prima aus, würde ich sagen. Kannst du nicht wieder bitte die Fehlerquote bekommen? Danke. Eigentlich gleicht es gar nicht aus, es ergänzt sich mehr. Sind eigentlich wie ein Team, ich hab's schon gesagt. Okay. Komm her! Guck mal, das ist voll das Kopf an Kopf Rennen. Wer von euch ist denn gerade vorne? Ja, im Moment ich, aber man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben. Das ist aber schon Abend. Ich sehe nicht aus, wie ich auch letzter werde. Alter, ich berühre nur noch alle Wände hier. Was soll denn das gerade? Mit dem Auto diesen Jump machen, das ist ja wirklich. Das Auto ist giftig irgendwie, ja. Oh, kacke. Ja. Jetzt ist es passiert. Ach, doch, aber jetzt ist die Drift-Jumper. Wow. Jetzt ist es mir nicht passiert, aber dafür wieder Pete. Random Jumps halt, ne? Naja, das ist eine Autosache. Eigentlich das geht ja schon. Also hier ja, gibt's eigentlich keine Random Jumps. Ich hab ihn ja auch wirklich nur einmal bis jetzt nur die Assoziation dazu. Ja, das war klar, ja. Ich hab den auch wirklich nur einmal verhunzt. Ich hab ihn bisher nur einmal gekriegt. Jetzt roll ich da im Wesentlichen drüber. Ja, zum Verzweifeln. Obwohl, genau, ich hab ihn gar nicht gekriegt. Einmal, wo ich ihn gekriegt habe, bin ich halt bloß nicht abgeflogen. Also, ja. Es hat sich viel Zeit gekostet, aber gut geschlingert halt. Ich glaube, mein Hauptproblem ist halt immer noch Alter. Das Gefühl für die Drehmomentkurve. Ich check irgendwie gar nicht, wann soll ich hochschalten und runterschalten. Das fühlt sich alles irgendwie nicht richtig an. Ach, meistens ist es einfach nur gucken, wo der Drehzahlbegrenzer ist und dann halt eben kurz vorher schalten. Das klappt bei vielen, fast allen Autos. Mit dem Vibe aber glaube ich auch nicht manuell. Ja, so erwarte ich es auch von den meisten Drehmomentkurven. Ja, also eigentlich ist hier auch so immer kurz. Nein, nicht die Wand, komm, geh doch von der Wand. Dieses scheiß Ding. Ah, ich krieg Kotze eben. Oh! Aua!
Wieder gecrashed, meine Fresse, ey. Ich hab nur einmal resetten müssen. Boah, jetzt crash nicht, Ich habe das Auto auch irgendwie gar nicht so schlimm in Erinnerung gehabt, wie auf den Sprüngen jetzt hier. Boah, fuck off, ey. Ich hätte ihn eher als giftig auf der Bremse in Erinnerung, aber ja, hier war ja keine Bremse. Ja, wie gesagt, ich fahre hier so die unwenigsten manuell, also die Viper schon gar nicht. Ah, 14 Sekunden, super. Das kann ich mehr gegen dich leisten, absolut. Na gut, ich glaube, dass Crash am Ende gewonnen hat von der Season, ist glaube ich schon klar, oder? Na, es ist einfach nur es war eine Frage der Anzahl der Fehler. Es war vorher nicht so klar, jetzt ist es klar, glaube ich. Nö. Wir hatten in den anderen Renntagen auch, da ging es mal 10 Sekunden hier verloren, dann hat der andere 10 Sekunden da verloren. Oh, kacke, Moment. Falsche Reihenfolge. Ach, scheiße. Komplette falsche Reihenfolge. Ach, fuck off, warte, wo... Kann ich hier nicht irgendwo wieder... nur beobachten. Warte. Ach, das ist das Rennen, das ich nicht üben konnte. Ich mach nur beobachten. Wie viele haben jetzt schon gewählt? Macht mal alle nur beobachten wieder. Ich glaube, das geht nicht. Wo ist denn hier nur beobachten? Ja, Wagen wählen. Wagen nur wählen beobachten. Und dann nur beobachten. Ah. Alle außer Piet nur beobachten. Ja, Piet nicht. Piet bleibt drin. Also ich habe schon gewählt. So. So, ja, dann okay, jetzt hat nur Piet gewählt. Ist das richtig? Ja. So, also ich guck gerade, wer Meter, jetzt hat Meter, dann müsste Stevie kommen, die man kannst. Und jetzt ich. So, und dann sollte es eigentlich passen wieder. Ja, haben wir gefixt. Ja, die Karre. Ja, die krieg ich halt nicht fahren. Oh, nicht mal Sirenen. Das ist so, Piet, wenn das Ding fair ist, dann verstehst du, warum die Bullen keine Chance haben. Gerade. Ha. Das vergiss nicht die Gummiband-AI. Hab ich mit? Nein, ich habe auch nicht jetzt. Boah, tapfer. Also ich verstehe ja, dass sie abkürzen, immer, dass sie fahren, abkürzen, ne? Das bringt eigentlich. Aber ja, mit dem Crown Victoria, ich glaube, da kann man es wirklich mal machen. Deswegen bin ich auch gerade an dich rangekommen, bis ich dann eine Kanzel berührt habe. Aber Crown ist vorletzter, interessanterweise. Ja, vorletzter ist gerade dritter, genau in der Mitte. Man kann es auch negativ klingen lassen. Ach so, ich bin gar nicht letzter, okay, ja. Gut. Trottel! Vorletzter! Stimmt. So gesehen wäre vorletzter vierter gewesen, war ich gar nicht. Nee, das ist zur Mäze nämlich. Dann hätte das auch selber merken können. Ja, ich war gerade irgendwie davon ausgegangen, dass ich letzter wäre. Das war die Sache. Ja, schade, dass das nicht irgendwie links oben in riesigen Buchstaben im Bild steht. Stell dir mal vor, das wäre so, wenn das so groß wäre. Ja, zumindest hast du es ja schon mal bei deinem einen Vater vergrößert gehabt. Ja, stimmt, wo ich dann auf Sechster wurde, ja. Die machen halt echt Gas weg und die muss bei der Kurve bei jedem anderen Auto Vollgas geben. Nein, ach Mann! Wenn die Karre sich wegdrehen will, ne, dann will sie es aber auch. Ja, wenn die so ein paar Tonnen auf einmal anfangen, sich zu drehen. Das Rennen konnte ich halt, wie gesagt, nicht üben, weil ich nicht wusste, wie ich den ausfahre. Ich auch nicht. Ich hab bei Pete gesehen, er dreht sich weg. Ich denk mir so, ja, ich komme an ihn ran und ich denk mir so, nee, ich dreh mich dann auch mal weg. Ja. Also gut, was ich natürlich hätte machen können, ist, dass ich auf den TRR-Server gehe und dann das Ding fahre. Das ist ja, wie wählt es da aus? Es sei denn, das Programm lief da schon. Dennis hat wohl noch erst den Server fertig gemacht, hat er geschrieben jetzt. Aber man kann das doch mit diesem einen Pick-Befehl machen, oder nicht? Ja, da kannst du es auch, da brauchst du den Server nicht für. Also die Befehle kannst du ja bei dir lokal auch eintippen. Kannst du die Konsole im Singleplayer aufrufen? Ich hab's so im Singleplayer versucht, ging nicht auf.
Die Frage ist, was du mit Singleplayer meinst. Also ich, also genau, okay, Singleplayer. Ich mache normalerweise einfach einen LAN auf. Also ein LAN-Spiel. Achso, du meinst jetzt eins für dich sozusagen. Genau, also wenn ich irgendwas zum Testen fahre, dann mache ich ein LAN-Spiel auf. Ey, dieses Auto, das... Wie bist du denn da so gut durchgekommen? What the fuck? Ich hatte es eigentlich in der nächsten... möglichst schnell in der nächsten Wand zu hängen. Komm doch da rum, Mensch. Der nennt man schon... Wie, der jumpt hier? Der ist bei mir gejumpt. Aber der wiegt 10 Tonnen, wie kann der springen? Er hat's getan bei mir. Und dann müsst ihr bei der Indie gucken, was der tatsächlich wiegt. Ja, könnten auch 12 Tonnen sein. Und wieder bist du weg, der ist zum Kotzen. Aber ich habe gerade so gemerkt, vielleicht ist die Abkürzung mit dem doch nicht ganz so gut. Einfach aus dem Grund, er ist zwar langsam genug, um da vernünftig durchzufahren, aber okay. Der ist so scheiße mit den Jumps. Genau, du kriegst die Kurve danach auf keinen Fall. Der lenkt viel zu scheiße dafür. Der springt dann, der muss dann ja richtig springen bei der Abkürzung. Aber okay, mit der Geschwindigkeit hast du recht. Von der Geschwindigkeit ist es auf jeden Fall mal ein Versuch wert, aber naja, der lenkt halt nicht. Jetzt weiß ich, warum die Boydai damit nie kriegen. Warum die so dringend Gummibänder brauchten. Frag mich, wenn es diese Gummibänder eh nicht gäbe, ob die überhaupt einen verfolgen würden. Weil ich glaube, das ist das einzige gibt, was es dazu gibt. Vielleicht haben die das Auto so schwer gemacht, damit bei Kollisionen mehr zur Sache geht. Ja, natürlich. Ja, die sind ja in der Regel auch schwer, also wenn da so eine Shotgun im Kofferraum liegt und Krähenfüße. Ja, die wiegt ja bestimmt eine Tonne und so. Ja, und Krähenfüße und... Die 1-Tonnen-Shotgun, wir kennen sie nicht. Okay, vielleicht nicht die Shotgun, Martinshorn, aber... Martinshorn und... Ja, es summiert sich alles zu ungefähr 100 Kilo und dann noch 900 Kilo Munition. Die ganzen Donuts nicht. Okay, das kann es natürlich sein, ja. Ja, die wiegen, das stimmt. Und die haben wenig Volumen, das heißt, die kannst du nicht tief platzieren, das heißt, du hast einen schlechten Schwerpunkt mit den ganzen Donuts. Ja, das kommt ja noch dazu. Obwohl die ja sogar extra aus Gewichtsgründen den fünften Gang ausgebaut haben. Ach, scheiße. Ach, man, dieses Auto, ne? Da muss ich fast von jeder Kurve vom Gas gehen, damit der irgendwie rumkommt. Ja. Also davon wäre die NFS Edition mit ein paar hundert Kilo leichter echt nützlich. NFS Edition von Victoria, genau. Oh Mann, dieses Auto, ey. Diese Need for Speed Edition, ist das so mit Most Wanted Autos? Nein, das sind die gleichen Autos und ich dachte bisher, die wären einfach alle nur 100 Kilo leichter. Aber die meinte, die haben da teilweise noch andere Sachen geändert. Ja, ja. Ist halt ein bisschen getuned. Und du hast andere Farben zur Verfügung. Ja, genau eine, aber eine hübsche. Das ist doch bestimmt von Meteor alles ins Leben gerufen, oder? Nein. Nein, das ist schon Originalspiel. Definitiv nicht. Nicht? Das der tut er ja viel. Ach so. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, das mal nicht gehabt zu haben. Nö, nee, das ist im Originalspiel drin. Die kannst du gewinnen, wenn du irgendwo dieses Tournament gewinnst. Ach so, ihr redet von diesen Upgrades. Ach so. Ja, Upgrades würde ich es auch nicht nennen. Das ist schon ein anderes Auto. Scheiße, sorry. Nee, ich habe jetzt die ganze Zeit an Mods gedacht. Ah, okay. An irgendeine Mod so. Es gibt doch so eine Complete Mod, so eine. Ah, da fällt mir ein, hat nicht vor kurzem einer irgendein Texturen-Mod für eine Strecke irgendwo gepostet, die verdammt gut aussah? Ich meine, ja, er hat irgendwie so Screenshots, die Dead Gore, wie heißt der nochmal? Ja, die dritte Version von Coast. Wo gibt's denn die? Die sah echt geil aus, ich will die haben, aber außer den Screenshots kam danach nichts mehr. Wo hast du das gelesen? Na, die V2 hab ich ja, die sieht schon geil aus. Also auf Need for Speed Addons gibt's ein paar Textur-Mods für Hot Pursuit 2. Nee, ich hatte es in irgendeinem Discord-Server auf jeden Fall gelesen. Oh, dieses Auto.
Irgendwann hatte ich auch mal sowas, dass man da auch so Schnee und alles als Texturen da hatte, aber das haben ja, ich habe irgendwelche drin. Ich habe irgendwelche Schneestrecken von Jonat. Ja, Jonat und die nutzen die ja auch, Stevie auch noch. Ja, aber ich nutze nicht die, die Jonat und so nutzen, sondern das, was Dennis da mal immer macht. Ja, das ist von Dennis da. Das, ja, die Coastal Parklands V2 ist halt eine Version vorher von Drop Dead Gore und die sieht bereits fantastisch aus. Aber ich muss halt doch mal gucken, wie man das nochmal installiert hat. Das war nicht einfach so ganz selbstverständlich. Na, kopieren. Einfach nur in den richtigen Ordner. Einfach reinkopieren. Ja, aber die Ordner waren ja nicht mehr so wie vorher. Also da hast du ja mehrere gehabt. Ja, ja, weil ich wollte mir ja. Er hat halt was möglich gemacht, was eigentlich nicht ist. Weil normalerweise hättest du. Du packst eine Textur für die Strecke, hast sie dann für alle. Ja, okay, fahren wir unten lang. Für alle Versionen davon. Dennis hat so geschafft, wirklich, dass jede Strecke einzeln anders aussieht. Achso, ja. Das geht sonst gar nicht? Nee. Oh, okay. Was? Also mehrere Strecken benutzen eine und dieselbe Textur? Nee, es sind ja immer drei Strecken, die auf der gleichen Landschaft sind. Richtig. Und ach dadurch so. Hast du ja eine und dieselben Texturen dann halt auch. Das ist allerdings, aber dass es halt serienmäßig anders ist, das ist auch so mein Hauptkritikpunkt an HP2. Wiederum, Dennis hat es halt hingekriegt, wirklich, dass wirklich, ja, jede Strecke sieht anders aus, texturmäßig schon. Ja. Was? Das kann mir gar nicht vorstellen, wie das gehen soll. Ja, musst du eine Datei ändern und dann die Ordner ein bisschen anders machen. Sprich, es steht in der Datei irgendwo drin, nimm die Textur aus dem Ordner und da steht sonst bei allen dreien das gleiche drin, jetzt nicht mehr, oder wie kann ich es mir vorstellen? Ja, es hat was mit Pfade zu tun, das ist schon richtig, ja, okay. Und die musst du halt abändern. Okay. Und das kann man in einer Konfigurationsdatei oder ist das mit Cheat Engine? Nee, ist eine INI-Datei. Und okay. Die Ordnerstruktur musst du halt etwas abändern. Ja, du kannst ja irrsinnig viel mit INI-Dateien einfach anpassen, was ja auch ganz nett ist. Aber es war auf jeden Fall sehr cool, das kann man sagen. Ja, ist zumindest das halt unterschiedlich, wenn schon die gleiche Gebiete. Ja, das nimmt halt nochmal was Besonderes mit sich. So haben Dennis und ich halt so eine Schneestrecke, dann eine Herbst- oder Frühlingsstrecke, wie auch immer. Und keine Ahnung. Gab auch eine, die war so Endzeit-Szenario, da hieß auch. Ja. Ja, da ist auch der Busch, der Wuschbusch verfault. dann hier Coastal Parklands mit, wo die Straße komplett eigentlich zerrissen ist. Dann haben wir auch zwei Nachtstrecken drin, vom optischen her. Geil. National Forest und ich weiß gerade die anderen nicht, aber. Calypso Coast ist die andere. Hä, wie kann man sich eine Nachtstrecke so vorstellen? Ich meine, kannst du ja nicht dunkler machen. Ah, der Himmel. Okay. Der Himmel, ja, du kannst die Strecken auch dunkler machen, aber das geht um. Boah, stell mir das richtig nice vor. Aber National Forest ist dunkler gemacht worden. Ja, ja, du kannst sie auch dunkler machen. Weil es andere Texturen hat. Das geht schon. Aber die Calypso Coast ist einfach nur der Himmel, ja. National Forest ist ja nicht sehr YouTube-freundlich. Ja, okay. Wegen den Texturen, ja. Ja. Nicht sehr YouTube-freundlich. Ist die High-Res Coastal Parklands allerdings auch nicht. Achso, du meinst von der Kompressionsbandbreite benötigt wird? Okay, das, ich dachte vom Content oder so. Das Krasse ist, Dennis hat ja dadurch halbwegs erfahren, damals, als ich mein HP2 Let's Play machte, habe ich ja damals schon mit Texturen gearbeitet. Da wollte er damals die für die Mediterranen haben. Und ab da hat das dann auch alles nach und nach angefangen. Weißt du noch, Dennis? Für mein HP2 Let's Play habe ich ja wirklich andere Texturen irgendwann reingeladen. Ja, irgendwas hattest du da gehabt, was ich genial fand. Ich glaube, das war die Mediterranen. Das war die Mediterranen. Ja, die anderen wolltest du alle damals nicht. Weil die war von der Sättigung her viel schöner. Und auch ein bisschen besser aufgelöst. Ja, mediterranes Essen ist gut für die Sättigung.
Ja, ich meinte die Farbe. Oh Mann. Ach ja. Ich meine, die Strecke hier wird jetzt zu Dennis nicht so. Die hat so ein bisschen mehr Grünlicht drin, so ein. Ja, so grün-türkis ein bisschen, ne? Ja, auf jeden Fall mehr Grün, ja. Und das sieht deutlich schöner aus, meiner Meinung nach. Ey, ich verstehe nur bis heute nicht, warum du für die eine Strecke unbedingt ein Weltuntergangsszenario drin haben wolltest, aber. Ich finde keine bessere dafür. So richtig Doom-mäßig. Ich finde keine dritte Waldstrecke, die toll ist. Und schon wieder Schnee wollte ich halt auch nicht unbedingt haben. Wir haben schon. Ja, somit hatten wir halt ein Weltuntergangsszenario. Ja. Wenn es irgendwie was Hübscheres gibt, dann gerne, aber. Nee, ganz ehrlich, ich finde das so gar nicht schlecht. Ich mag dafür die Fallwinds, die sieht sehr schön aus. Ja, die ist auch cool. Die erinnert mich an Vertigo Ridge. Also für Fallwinds hast du was richtig Schönes gefunden gehabt. Ja, und die ist cool, ja. Da wirkt das alles nicht so bräunlich und alles. Echt angenehm. Waren wir eigentlich heute Fallwinds? Ich weiß es nicht. Glaube nicht, aber kannst du nicht sagen. Ach Gott, nächstes Katastrophenrennen, ey. Scheiße. Ach, ja, oh. Nee. Nee. Ach, Piet, mach doch noch mal einen Fehler. Ey, ist nicht leicht. Mach du doch mal einen Fehler. Oh, battelt ihr euch wieder? Ja. Es ist hoffnungslos, gegen Kirsche zu gewinnen. Es ist einfach so hoffnungslos. Warum mache ich mir überhaupt die Hoffnung? Es ist ein richtiges Battle hier. Du gewinnst Samstag, ich gewinne Sonntag. Ist doch fair. Ja, das ist sowieso so komisch irgendwie, ja. Das ist sowieso so komisch. Dass du es als fair betrachtest, wenn er dann gewinnt, wenn es eigentlich egal ist, ja. Das ist echt komisch. Am Samstag, da klappt es gegen Kirsch schon am Renntag? Nö. Der Sieger. Oh Gott, das sind viel zu viele Sekunden weg, ey. Ja, zum Ende. Nee. Ist es besser geworden. 174 km/h. Das kann ich nicht mehr gewinnen. Okay, super. Jetzt kommt der McLaren F1 LM. Kaum ein Unterschied zum vorherigen Auto. Jetzt kommt erstmal gar nichts. Beides Englisch. Kommt nichts. Habt ihr falsch rum gewählt? Ja, glaube ich auch. Die Anzeigen kamen jedenfalls falsch rum. Ja, war auch so. Dann müsst ihr nochmal. Dann müsst ihr Retoure machen. Haben wir nochmal den Korn, Victoria? Bezweifle ich. Hä, wie hast du denn den ausgewählt gekriegt? Hä? Da oben steht Ford Crown Victoria. Da steht Crown Victoria, genau. Aber die Strecke hat gewechselt. Warum steht da, hä? So, den fahren wir doch nicht nochmal, hä? Vielleicht ist das nur ein Glitch. Lass erst mal auswählen und gucken, was passiert. Nein, wird nicht aus. Das ist ein falsches Auto. Ich muss mal eben kurz. Ja, da musst du aber die Datei irgendwie an. Oh, die Strecke hat gewechselt. Das ist in Ordnung. Quatsch, hat sie überhaupt nicht. Palm hat City hätte es sein können. Das hätte Palm City, sein müssen. Das ist nicht mal Palm City. Huch. Ach, ja, Mensch. Sieht nicht nach Palm Fenster. City aus. Mein stimmt. Gott, lass mich doch einfach mal hier rauf. Das ist los. Ab sofort jetzt Palm City, genau. Wo sind denn die ganzen Palmen? Ich sehe nur Bäume Crown und Büsche. Crown Vic. Wie, du willst den fahren? Freiwillig? Du, ich finde den, also das ist ja das Polizeiauto schlechthin. Ja, das rollt ganz chillig. Wenn man quasi sich an Geschwindigkeitsbegrenzungen hält, dann kommt ja, glaube ich, nie ins Untersteuern. Okay, merkwürdig. Aber wahrscheinlich müssen wir nur das Rennen starten, gleich wieder abbrechen, dann sind wir am nächsten oder sowas. Stimmt, lass, oder? Lass das mal probieren. Lass mal alle Wagen wählen und dann. Aber dann ist ja auch die Reihenfolge egal. Genau. Das ist hier jetzt gerade wirklich egal. Und jetzt halt eben Neustart notwendig. Also im Menü aufmachen und dann Neustart anfordern, dass es abbricht. Vielleicht funktioniert das. Nee. The fuck? Was ist da? Wir müssen jetzt für immer diese Strecke mit und für immer Crown Victoria. Verdammt. Ja, dann passiert. Voting is enabled. Ich löse das jetzt anders. Oh Gott.
Aber dann musst du, wenn du einmal Voting machst, dann müssen wir alles andere, was noch kommt, voten, oder? Nein, warte, was hab Geduld. Ich weiß ja nicht mal, wie ich dafür voten soll. Gar nicht. Erstmal Geduld haben. Geduld wäre eine super Sache. Ja! Also erstmal Spiel beenden. Nein, ah! Erstmal Windows neu booten. Erstmal den PC neu installieren. Ja, neu installieren, super Plan. Neuen kaufen am besten gleich. Falschen Button gedrückt. From scratch. Ja? Können wir mal kurz zu. Also Palm City Island mit McLaren, F1LM und Backward wäre als nächstes, ne? Yep. Und letzte ist. Gerade sind wir Wine Country rückwärts gespiegelt, so. Wenn du das meinst. So, was ist die letzte gewesen? Wine Country rückwärts gespiegelt, Crown Victoria. Ah, ich habe mich verdämlich den falschen Button hier gedrückt, verdammt nochmal. Drück nie den falschen Button. Ah! Also, was kommt denn als nächstes? Island Outskirts ist auch noch richtig, ne? Danach wäre Island Outskirts vorwärts Diablo. Okay. Danach haben wir Arts and Crossing vorwärts mit dem Speedster. Danach so. Open Trail mit der Corvette rückwärts. Und dann nochmal Island Outskirts rückwärts mit dem Vauxhall. Und das war das letzte dann? Ja. Nee, danach kommt noch Proving Grounds mit Wir müssen nicht versehentlich Rennen atmen lassen. Anitas mit 2 wäre doch auch mal was. Moving Grounds mit der Ente, total, ne? Dumm. Ja, mit der Ente, genau. Hätte schon längst weiterfahren können, aber einmal verklickt, ey. So. Na, das dreht sich die ganze Zeit. Oh nein, jetzt wird's schlecht, wa? So, jetzt bitte nicht Rennen atmen, sondern einfach nur starten. Meine Güte. Irgendwas passiert. Ja. Es lädt. Und es lädt. Ich direkt will nicht, dass es lädt. Getroffen. So. Okay. Ihr könnt auswählen. So dumm, ey. Falschen Button gedrückt. Ja. Naja, egal. So. Tomatensalat. Der hat wahrscheinlich die Chance genutzt. Wo ist der denn jetzt hin? Ja, ja, die Chance genutzt, schätze ich mal. Er macht den typischen TR-Brauch kurz aufs Klo. Ist zumindest eine Vermutung. Die Indizien sprechen dafür. Ja gut, er hat noch 964 Sekunden Zeit. Das wird knapp. Ja. Menschen nehmen alles Gute. Ja, ist okay, Alter, ist was. Okay. Wähl die Karre aus, Alter. Ausgezeichnet. So. Okay, jetzt geht's ab, ne? Er fährt sich quasi genauso wie der Crown Victoria. Da benutzt man auch nur 4 Gänge. Ja. Na dann. Hier haben Dennis und ich nämlich so ein Abend, kurz vor nachts. Optisch. Himmelmäßig. Alter. Wie ein Magnet. Ja, schmeiß ich mich erstmal auf den Kopf. Ist klar. Ja, der Vorteil im Shortcut ist, dass man die relativ gut wallriden kann. Ja, nee, konnte ich nicht. Ich musste auf den Kopf landen auf einmal. Alter, was war das? Ich durfte mich resetten. Hä? Ich hatte gerade wie in High Stakes einen Invisible Wall Bug. Ach, ja, 0 km/h. Das ist den 0 km/h-Bug. Den 0 km/h-Bug, ja. Aber das, wie? Das gibt's ja auch, ja. Ach krass, ja, das hatte ich jetzt zum ersten Mal, ey. Echt? Nee, das ist. Ich hab dieses Spiel schon zweimal in Karrieremodus durch und ich hab das noch nie wieder gehabt. Ich hab den auch kommt, schon. Der kommt selten, aber er kommt halt mal, ja. Okay. Ja, geil.
Glückwunsch, jetzt gehörst du auch zu einer genügenden Herzen. Ja. Da läuft ein Rennen mal gut, ne? Und also relativ. Ja, das wollte dein HP2 zu verhindern lassen. Boah, Wagen! Wahrscheinlich hast du noch nach High Steaks gerochen. Jetzt hast du die Abkürzung nicht geschafft. Ich glaube, ich habe am Ende von der Abkürzung so dermaßen gedreht, das glaubst du nicht. Wie ein Karussell, sag ich dir. Ach, du hast das noch gesehen? Ja, ja. Ich habe nur gesehen, wie du dich resettet hast. Puh, das ist aber eilig. Ja, auf jeden Fall. Ja, mit der Wand habt ihr es auch ziemlich eilig. Dennis, es ist ja schon wieder bestimmt rumgekommen. Und nebenbei ging die Abkürzung noch länger. Danke für den dritten Platz. Ja, ich bin gegen die Wand gekommen und dann. Der Tomete wollte das gar nicht fahren. Das auch nicht. Der ist nicht abgebogen. Ich bin irgendwie Beat hinterher gefahren. Das ist ja ein massives. Ja, das war ein Fehler. Ja, ich dachte, treten musst du resetten. Ich dachte nur so, die fahren da lang, ja, ist okay. Du holst mich eben, da bin ich zu. Ja, ich wollte genau da rein und dann bin ich gegen die Wand und. Lustigerweise bist du ja schon wieder fast da. Na, erst ist er eben langsamere Geschwindigkeit, dann sieht das vielleicht so aus. Ob ich die Abkürzung diesmal gleich nehmen kann, ohne auf dem Kopf zu landen? Das ist auch immer so ein Phänomen, ne? Das Wallwipe. Crash mit Reset, aber du bist wieder fast da. Nee, da ist schon noch ein ordentlicher Unterschied. Der sieht sehr, sehr gering aus. Naja, weil es halt eben gerade ein Teil mit den langsamen Geschwindigkeit ist, ne? Er hat diese Datei nicht drin. Wenn er resettet, fährt er schneller. Nee, ist ein Null, kannst du im Video sehen. Habe ich ja mit Batch-Datei wird das immer konfiguriert. Damit ich halt eben für die anderen Server, die da normale Konfiguration habe. Ich hätte die andere Datei nicht haben. Ich habe damals überschrieben und ja. Ich habe die normale nicht mehr. Ich habe halt zwei, ne? Ich würde einfach dann die Batch-Datei kopiert vorher, die für die Situation angemessene an die richtige Stelle. Komm, 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 nein, 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 ruhig. Alter, das ist wie wenn man so eine Rally fährt. Willst du Rally fahren? Und mach mal weiter als Rally mit. Ja, wird mal Zeit, dass du da mal mitmachst. Dann. Ja. Ja, wird überhaupt Zeit, dass ich mal wieder mitmache. Ja, mach mit dir heute. Mit dem nicht fähigen, nicht vor Feedback fähigen Lenkrad. Ja. Ja, aber es geht warum dreht er sich denn jetzt schon wieder, Mann? Was? Ich bin die ersten Dings ohne Jump drüber gefahren. Bin noch am überlegen, ob ich das letzte High Stakes nachfahre. Ja, mach das lieber nicht, dann fallen wir alle im Platz nach hinten. Ja, nee, das kannst du ruhig sein lassen. Okay, Pete, du fährst das, ne? Um die zu ärgern, musst du es jetzt fahren. Okay. Ja, gerne. Ja, wir haben aber auch, wenn du dir das Video anguckst, schon befürchtet, dass sowas passieren könnte. Ist die, wie das ja, deswegen mach ich es eigentlich hauptsächlich. Ich bin doch sowieso der hauptsächlich Letzte, also... Aber du musst das noch... Aber du musst das noch nutzen, dass du keinen Jumpstream brauchst. Ich hab mir gedacht, ich mache euch einen Gefallen, weil also immer als ich gehört habe, frag mich, was der Pete hier fahren würde. Aber du hast es gehört, so okay. Ich kann Tomete, sowas nicht denen lassen. Was ändert denn am letzten Platz zum letzten Platz? Richtig, ja, gar nichts. Richtig. Also bitte, ist mir bitte. Das scheißegal, ob der fährt oder nicht.
Also ich stand mal kurzzeitig, stand ich auf Platz 2 bei High Stakes. Oha. Oder, nee, 3 war es, 100 ist ja immer besser. Und zwar Platz 2 ist dann Jonat oder Dennis? Nee, Jonat ist immer Platz 1. Nee. Ah. Das Ironische war, ich war erst vor Larity, dann ist Larity über mich gekommen und Steven unter mich und jetzt sind sie beide über mir. Beide hatten einmal einen schlechten Tag. Ja. Laut Dennis hat er immer einen schlechten Tag bei Need for Speed 4, aber das ist einfach nicht zu reden. Naja, gut, der andere war ja. Naja, das war nicht zu reden. Nein! Aua! Hast du den gleichen Fehler gemacht wie ich? Nö, ich bin nur kurz gegen die Wand gedrückt, nämlich. Das passiert mir hier am laufenden Band, also. An der laufenden Wand? Die laufende Wand! Die läuft auch noch cool! Das ist deine letzte. Ja, die versucht dir zu helfen. Die versucht dich anzuschützen. Deswegen läuft sie, sagst du. Ja. Ah. Also die laufenden Laternenpfade kenne ich aus High Stakes. Aber ja, das ist dasselbe Prinzip. Sehe schon irgendwer, der es hochlädt, hat dann hinterher so eine Mauer mit Beinen auf dem Thumbnail. Nee. Wenn ich gut grafische Sachen machen könnte, wäre das drin, ja. Ja, musst du ja nicht gut können, kannst du auch einfach suchen hier Mauer mit Bein, vielleicht findest du ja ein Bild. Aber wieso seid ihr überall eine Berge hier? Ich hab grad voll guten. Einen guten Run. Das war knapp mit der Scheißbahn. Bringt selbst. Alter, wie dicht du schon wieder dran bist, leck mich doch, ey. Wieso will Dennis eigentlich immer, dass ihn einer leckt? Ja. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich ja so einen Fetisch. Das kann sein, weiß ich nicht. Ja, Selbstmordabkürzung, danke dir dafür. Und hier hat wieder mehr Abstand in der Meisterschaft. Das war jetzt echt ein Geschenk, was ich nehmen musste. Ich meine, ich muss es noch nach Hause tragen, aber. Mein Gott, ja, wirst du auch. Nee, es ist doch zum Kotzen, ey. Ja, ich glaube, letztes Mal nachfahren hätte es sich nicht gelohnt, so weit wie ich jetzt. Jede Chance, mal vor Kirche zu sein, wird weggeschmissen von mir. Echt zum Verzweifeln. Das ist echt frustrierend. Einfach jede Chance. Ja, manchmal kommt es auch so unerwartet, ne? Jetzt ist es schon fertig. Diesen Dreher. Naja gut, in der Abkürzung, wo Dennis gerade gecrashed ist, nicht. Und wo ich am Anfang gecrashed bin, auch nicht. Das sind so typische Stellen, wo es halt schief gehen kann. Ach mein Gott, ey. Ja, jetzt nicht. Ich meinte eher die vorherige, Ist aber auch echt kein einziges Rennen toll gewesen, ne? Diese National Forester. Diesen Sprint. Ja gut, das war mir jetzt irgendwie auch nicht so klar. Klar, da kann immer was passieren, aber bei den anderen Autos sind die schon dramatisch stabiler. Wenn man halbwegs die sinnvolle Linie weiß, wo sie lang geht, also gar nicht genau treffen, nur so halbwegs, dann sind die Sprünge da eigentlich schon recht sauber.
Aber mit dem Auto war das ja echt, ja, interessant. Achso, ist das mit der Fieber ein bisschen... Nee, das war nicht, doch Fieber, Viper, genau. Ja, also das, ja. Okay. Das war schon so ein bisschen autospezifisch. Die Viper ist da ganz schlimm und giftig. Oh, Mann, ey. Ach, deswegen heißt sie so. Mhm. Quasi wie eine Schlange. Ja. Du hast das Rennen gewonnen. Stevie macht hier Tomate fertig. Ja, da habe ich dann doch noch gut aufgerufen. Oh, 322. Ich habe mich irgendwie... Ich dachte, es bringt nichts, den vierten zu gehen. Ich meine, außer man trifft es echt super, was ich irgendwie nie hingekommen habe. Aber offenbar hast du es hinbekommen. So, dann ich, ne? Ja. Und wir machen zwei Nüsse. Jo. Echt? Ja. Das ist ja praktisch. Hast du das Radio immer noch nicht an? Nö, werde ich auch nicht. Ich brauche ja den Motorsound. Wow. Du kannst ja mitsingen, dann höre ich es auch. Ja, genau. Willst du jetzt oder gleich Ohrenschmerzen haben? Geht beides? Jetzt uns gleich? Ja. Yep. Die volle Lutsche. Oh, kann ja nicht viel schief laufen beim Instrumentalsong. Da brauchst du, auf da brauchst du dann ja nur mit Zoom oder so. Ach, was echt? Aber die meisten HB2-Songs sind doch mit Musik, ich meine mit Stimme. Wir haben eine Instrumentalversion am Laufen. Die ist alle nochmal auf einem Instrument. Okay. Wir haben die zum größten Teil schon mal nur instrumentalmäßig. Wir haben so beide drin. Beide Fassungen. Oh ja, ich fahr dagegen. Oh. Offenbar zieht es zu liegen. Die Strecke meinst du? Truppen generell. Ah, die Truppen. Die Truppen lagen dir doch gar nicht. Richtig, ja. Ich glaube, das ist immer so eine Sache von ein paar Minuten, wo ich kurz mal vorne lieg und dann mache ich irgendeinen Dreher und dann bin ich letzter. Weißt du, das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt, weil eigentlich bin ich einen Ticken vorsichtig gefahren, weil ich nichts sehen konnte. Aber irgendwie war es dann offenbar gut getroffen. Ja, das ist fantastisch, um ehrlich zu sein. Also ich bin ein Ticken vom Gas vor dem Einlenken, weil ich halt, wie gesagt, nichts sehen konnte, aber war wohl im richtigen Moment wieder auf dem Gas. Ja klar, wahrscheinlich wäre der Vollgas noch besser gewesen, aber ja. Boah, wie macht ihr das? Letzte Runde. Ich hab noch keinen Fehler gemacht, ey. Vielleicht ist gerade das der Fehler. Obwohl, nein. Ja. Nee, ich krieg's. Oh fuck. Jetzt hab ich's. Jetzt ist es passiert. Du hast den Fehler hingekriegt. Ey, das war so knapp an diesem komischen Metallding vorbei und ich hab's einfach die Hitbox noch mitgenommen. Das Metallding hat eine ekelhafte Hitbox teils. Also dann weißt du, was ich meine. Oh, okay. Die Scheißteile mit. Kenn mich hier nicht so aus. Genau das. Aber heute hatten wir uns hier auch mehr als 8 Rennen, ne? Ja, eins mehr. Ja, Dennis will auf eine bestimmte Minutenzahl immer kommen, deswegen ist das jetzt so. Ja, mindestens 1,5 Stunden halt.
uns hätte welche in die Gegend gesetzt. Oh, wie oft willst du denn noch um die... Noch aus dem Sichtfeld, danke. Ja. Geht schon noch. Irgendwie. Laufen und dann sind sie irgendwie zu viel und dann kommst du doch. Ja. Haben wir die Mutter. Oh. Ah, weck mich. Nö. Na gut. Bis auf die Bergauffahrt war es fehlerfrei, da hatte ich regelmäßig gegen Kirsche keine Chance. Naja. Ja, ich musste aber auch vom Gas. Es ist einfach viel zu wenig reproduzierbar mit Vollgas. Für mich zumindest. Ja, mit Vollgas sowieso nicht. Wieso? Es geht halt eben, ne? Und andere machen das reproduzierbar und ich weiß nicht wie. Und ich mache dann 10 Versuche und einmal klappt's. Ja, ich mach das 20 Versuche und einmal klappt's, also nein, lieber nicht. Deswegen, genau, ja. Da kommt er angerollt. Der hat meine Farbe gezockt. Ja, beschwer dich an dem Random-Ding hier. Der Sieg gehört dir. Nee, da hatte ich nicht zu... 2.16, holy shit. Ja gut, ich bin gegen die Wand gefahren am Ende, aber trotzdem. Ja, die letzte Runde war... Die war okay. Trotzdem ist das bestimmt eine Sekunde, die du vor mir bist, wenn sich die Wand nicht berührt. Also, das war schon heftig, was du da gefahren bist. Ist es Random Color Script, ist das in Cheat Engine geschrieben oder wie funktioniert das? Nee, das ist ein Tool, was die Kommandozeileneingabe macht. Also so wie du hier selber von Hand normal ein Auto auswählst, so macht es halt eben Tastatureingaben auf der Konsole hier, Opel, dass für dich das auswählt. Ja, wir fahren jetzt Opel. Krass. Ich will aber den Vauxhall fahren, okay? Ich fahre den Vauxhall. Deswegen ist ja auch quasi egal, welches Auto wir auswählen. Danach kommt halt eben, dann kannst du im Text sehen, da kommt halt, ah, oh, ich kann schon. Danach kommt, es müsste eigentlich kommen, dass wir alle wieder beobachten oder sowas. Nein, wir wechseln nur die Karre. Nee, kommt gar nicht. Ich dachte. Wir wechseln nur die Karre. Oh, das war ein Katapultstopp bei mir. Leichter zumindest. Dann bin ich ja froh, dass ich das sehen konnte. Denn eigentlich sind diese Katapultdinger ja dampfgetrieben, so damals zumindest. Ja, nicht bei HP2. Bei HP2 reicht dafür ein D-Sync aus. Was? Ein D-Sync gestartet. Ach so, meintest du, okay, nee, bei mir war's smooth. Echt? Nee, bei mir nicht. War aber auch nur leicht. Wenn es dann mal leicht war. Ja, manchmal hast du ja so einen harten D-Sync oder so, obwohl du so einen richtigen Speedstart hast. Doch, am Schiff runter. Ich frag mich immer noch, wie ich früher dieses Spiel zweimal mit der Außenansicht durchgezockt habe. Mit der was? Ohne Scheiß. Das dann geht überhaupt nicht. Ich hab das gemacht. Quatsch. Dann nimmst du jede Wand noch. Nein, das hat voll gut funktioniert. Ich frag mich bis heute, wie ich das geschafft hab. Ja, das frag ich mich allerdings es auch. Es gibt Leute, die ich kann. Aber nicht in HP2. In anderen Spielen ja. Aber HP2? Wie? Naja, du musst im Wesentlichen die Strecke und das Auto so gut kennen, dass du es fahren kannst mit verbundenen Augen. Dann ist es egal, welche Ansicht du nimmst. Nein, bei mir nicht. Ich hab's versucht, das spaßeshalber. Ich hab nicht mal große Parklist hinbekommen. Und bei anderen Spielen geht es schon. Ja, da musstest du offenbar die Augen noch offen halten. Das war der Fehler. Du musst es doch besser kennen. Also, so weird. Was mir auch auffällt, ist, dass an der Außenansicht schlechte Spiele viel mehr als... Das Problem ist einfach diese...
Kamera bewegt sich so merkwürdig in der Außenkamera bei HP2, das ist... Ja, wobei wir fahren ja eine Version, nicht die originale Version, gell? Es ist ja irgend so ein Patch. Oh. Hä? Also ich hab irgend so ein... keine Ahnung, so ein Widescreen-Patch oder so. Ach so, ja, das ist richtig. Also Grafik-Patches, ja. Also die Gerude zum Beispiel. Nein, er redet also von dieser 16 zu 9, 16 zu 10 Sache. Ja, das ändert seine Außenkamera. Ja, irgendwie früher war das ganz anders, die Außenansicht. Muss ich mal schauen, wie das... Ach Gott, das geht so gar nicht. Bin ich in die Tunnel gefahren, das war ja komplett weg, das Tier von mir wieder. Nee, das ist irgendwie kein guter Renter für mich. Nee, gegen Kirsche muss da mehr laufen. Sagt der gewonnen hat. Ja, um eine Sekunde, wenn überhaupt. Und ein Rennen, oder? Oder waren es zwei? Nee, das erste Sprint hast du auch gewonnen. Oh, oha. Glückwunsch. Sprintrennen liegen Dennis. Eine Sekunde. Nee, noch nicht mehr hier. 20 Zehntel. Ja, das war ja voll der Vorsprung. Damit werde ich jetzt 20 Zehntel wären 2 Sekunden. Hä? Naja, 20 Zehntel kann man zusammen multiplizieren, kommt 2 raus. Ach, jetzt wird's kalt hier auf der Strecke. Das Auto. Bitte. Ich war, okay, warte. Was? Warte. Wir müssen fahren. Das mache ich lieber mal, sicherheitshalber. Chevrolet Corvette Z06. Wie Corvette ist das? Na, lass uns trotzdem kurz warten, weil sonst kommt das Getty oder wieder durcheinander. Achso, kam keine Anzeige oder was? Ah, okay. Gar nicht drauf. Ja, gewartet. Die Anzeige oben links fehlt. Lass uns die bitte müssen abwarten. Müssen wir nur warten, bis ja. Bis die wieder kommt. Nicht, dass der Scheduler wieder durcheinander kommt. Nö, ist doch klar, was passieren würde. Wenn wir jetzt alle wählen würden, würden wir das alte Auto nochmal fahren. Achso, ja, das ja außerdem, ja. Ja, müssen wir einmal kurz warten. Sorry. Da hat das Tool sich gerade einfach wohl vielleicht verabschiedet. Nee, das recovert ja wieder. Ich habe keine Ahnung, warum es hängt, aber es passiert ab und so. Aber das weiß Skyfire wahrscheinlich selber nicht. Nee, passiert nicht häufig genug. Passiert zwar schon ab und zu mal, aber... Düm, 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 düm. Yes. Sag ja, irgendwann geht's. Ich hab die Karre schon ausgewählt gehabt, extra. Ja, das hilft nichts. Aber schade nicht. Ja, also Dennis, ist ganz schön kalt heute, ne? Ja. Ich glaube, das ist eine andere Schneeversion als wir. Ich habe gehört, wie gesagt, die von... Ja, die sind anders aus. Egal, kalt sieht trotzdem aus. Jo, dann muss ich nur einreden, nein, es ist nicht rutschig, es ist nicht rutschig, es ist nicht rutschig. Boah, stell mal vor, hier wäre jetzt Physik mit drin. Genau, da ist so eine Physik, die macht einen Screenshot von der Kameraoptik, merkt, oh, da ist Schnee auf den Texturen, ich muss es rutschiger einstellen. Oder die macht einen Screenshot von der Kamera und sieht, oh, die Straße ist kaputt, wie bei eurer Endzeitstrecke, ich muss die Federn irgendwie weicher stellen. Oh Gott, Cash, du bist aber auch echt stark heute wieder. Nicht ohne. Das ist echt so ein Kopf-in-Kopf-Rennen da vorne. Ja, was nervig ist, weil man sieht da nicht so richtig was. Dass der aber auch immer im Weg rumfahren muss. Gerade bei diesen Blinden, ich meine, ja, normal sind sie ja gar nicht so ganz blind, aber jetzt sind sie halt blind. Die Kurven meine ich.
Oh Gott, wir haben uns völlig dagegen. Freie Sicht für freie Kirschen. Freie Sicht für freie Kirschen? Okay. Naja, zumindest sehe ich jetzt halt mal was. Kommt das nicht irgendwo her? Also letztlich vielleicht wörtlich, aber... Es gibt ja freie Fahrt für freie Bürger. Ah, irgendwas gab's da doch. Ich hab schon immer gewusst, dass du frei von Pestiziden bist, Käse. Ja, wahrscheinlich nicht. Die isst man ja irgendwo bestimmt mal mit. Ach so, meinst du? Ja, ich bin quasi eine Bio-Kirsche. Eine Bio-Kirsche. Ungespritzt. Unlackiert. Unlackiert. Warum ist sie dann blau? Ach so, ja, das ist das Auto. Ja, das ist ja nur mein Auto. Ich fahre halt in einem blauen Auto. Hast du noch nie eine Kirsche in einem blauen Auto fahren sehen? Nee. Tja, gib dir mein erstes Mal. Ja, kommt schon vor, dass Leute, die eine blaue Karre haben, sich bestimmt Kirschen kaufen und Karre packen. Aber ich habe es noch nicht gesehen. So. Ich war noch nicht live dabei. Ja, wie gesagt, so als Spiegelanhänger oder so kann man das hier haben. Ich war heute in der Tiefgarage. Da waren Kirschen. Und da war eine... Da war eine grau-silberne Z06 und ich habe mir gedacht, geil, die will ich jetzt gern fahren. Jetzt hast du sie. Und jetzt fahre ich sie in Renntag. Aber welche Farbe hat sie jetzt? Genau die ich gerade auch habe. Das ist doch cool. Das ist, deswegen sage ich es. Sonst hätte ich das niemals gesagt. Jetzt weiß ich, warum er beim Rennsack mitmacht. Weil er sieht, dass es diese Karre gab. Er hatte im Plan gesehen, dass die drankommt. Da muss ich doch gleich mal mitfahren. Ja, den Plan. Die Pläne, diese letzten 7 Pläne. Ah, könntest du den Sicherheitsabstand bitte gewahren? Nein. Die letzte Runde. Jetzt musst du mit Gesicht wieder weg hier. Natürlich wieder dagegen. Schade, dass Egon Hilden uns hier nicht begleiten kann. Nicht mal Ed. Nicht mal Eddie. Scheiß auf Eddie! Nicht scheiß auf Eddie, Eddie ist cool. Deswegen hab ich ihn bei mir das Maul gestoppt. Oh. Deswegen macht er deine Autos auch immer um 100 PS langsamer. das weiß ich. Das weiß ich auch so. Und lässt sich extra viel Zeit an der Reparaturstation, ne? Na, immer noch. Ach, da kommt Stevie. Erstmal einen Kaffee holen. Oh Mensch, jetzt habe ich die Kurve versaut und ich war so nah an Stevie dran. Das gibt's doch nicht. Ja, das ist ärgerlich. Naja, immerhin das Schadensbegrenzung. Ja, aber wie bist du da ja ganz schön rangekommen? Und hätte ich nicht gegen diese scheiß Wand gefahren, hätte ich dich vielleicht sogar besiegt. Ja, ich denke ich eigentlich auch. Aber kurz davor, ja, gleiche Rundenzeit, also fast gleiche schnellste Rundenzeit. Aber trotzdem bist du in den letzten beiden ganz schön rangekommen. Ja, ich hätte eine bessere Rundenzeit gehabt, wäre ich nicht gegen diese scheiß Wand gefahren. Dann wäre es 1,14, aber sowas von. Meine Rente läuft halt ja scheiße. Der Sieger! Ärgerlich, naja. Frag mich, wo Jonat wäre. HP 2 ist ja gar nicht so extrem gut. Ja, aber auch nicht so extrem schlecht. Also die Frage ist, vor oder hinter Pete? Das ist die Frage, glaube ich. Ja. Mhm. Denk mal zwischen mir und Demon. Denke ich eigentlich auch. Wahrscheinlich wäre er vor Pete, oder? Ja, ich denke schon. Das ist, glaube ich, die letzte Strecke, ne? Vorletzte, oder? Vorletzte? Warte. Nee, ist letzte, letzte. Ist der letzte. Da will ich aber jetzt mit dem Speedstar fahren, ja? Ja, versuche ich. Wird aber trotzdem eher so ein Vauxhall werden. Ach, warum? Guten alten Ossi. Vor allem 6 Runden in Tropen mit dem Opel. Ja. Ja, der ist auch nicht schneller hier. Ich
Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, hier fahre ich selbst das Ding hier Automatik. Echt? Ganz einfach, weil ich die Truppen so beschissen kann. Nein, nein, aua, Mann. Der hat ja 5 Gänge, aber der 5 ist nutzlos, ne? Der ist komplett nutzlos. Benzinspargang. Sag das mal der Automatik. Welcher, der Need for Speed 4 Automatik oder der Hot Pursuit 2 Automatik? Beide. Na gut, die HP2 Automatik ist aber zumindest gut programmiert, nur eben halt, ja. Stimmt, ja, das war jetzt eigentlich unfair. Von mir. Ich meine, ich bin jetzt gut. Im 5. Gang drin, laut Automatik. Ah, und jetzt ja, wieder im 4. Das ist vielleicht nicht optimal. Nee, jetzt. Aber das ist so ein spezielles Ding bei diesem Opel. Panzer, ja. Beim Voxel benutze ich den 5. Voxel, ja. Autsch. Also. Du nutzt die bei beiden. Voxel ist immer die britische Person dazu. Alter, einen leichten Fehler und Kirsche ist vorne halt, ne? Echt, das ist unglaublich. Ja, und ich fahre hier so ganz normal und ihr überholt mich halt, ne? Also nicht, cool. nicht mal einen leichten Fehler darfst du gegen Kirsche machen, ne? Der ist sofort vorne. Ja, ich mach dann irgendwann auch einen. Ist es denn prinzipiell sinnvoller in Hot Pursuit 2 mit einer analogen Lenkung zu fahren oder spielt es keine Rolle? Also bei den Waldstrecken macht das richtig viel aus. Bei den anderen Strecken ein bisschen, aber man kann sie auch gut mit dieser Tour spielen. Okay. Also bei langgezogenen, schnellen Kurven, da macht analog richtig gut was aus. Und da hat Wald ja richtig viel davon. Aber das ist halt eben dann, wenn du um die letzten Zehntel oder sowas kämpfst, ne? Also nee, bei Wald macht das schon ein bisschen mehr aus. Eine Sekunde macht's nicht. Wenn du es erstmal schaffst, das komplette Rennen ohne Crash und so weiter durchzukommen, dann kann man gucken, dass man da auch noch optimiert. Doch, das ist tatsächlich eine Sekunde. Also das ist erstmal nicht mein Thema. Bei Wald ist es tatsächlich eine Sekunde, doch. Bei Nice können es auch 10 Sekunden sein. Was? Bei 10 Sekunden? Bei Nice. Bei, ach, bei Nice. Bei den anderen Strecken, die Tropen oder so, da ist es wirklich nicht so viel Unterschied. Aber bei Wald ist es wirklich ein enormer Unterschied, auf jeden Fall. Also das ist tatsächlich eine Sekunde Unterschied. Ich hatte das getestet. Aber dann ist es wahrscheinlich auch quasi optimal gefahren, ne? Also nicht einfach nur irgendwie Lenkrad, ja, sondern dann auch noch super sanft und alles auf den Kurven. Ja, natürlich, optimale Runden, sonst macht der Vergleich ja keinen Sinn. Deswegen, also... Du musst dann erstmal eine optimale Runde hinkriegen, sonst ja, ist der Vergleich ja, genau, nicht passend. Ja, klar, ich habe so oft gefahren, dass ich sage, ja, das ist jetzt das Beste, was ich aus dem Gerät rausholen kann. Und das Gleiche eben halt mit Lenkrad an und Lenkradsekunde schneller. Ja. Nur was ich meinte ist, möglicherweise fährt Piet gar keine optimalen Runden. Möglicherweise. Und dann ist die Frage, wenn du so halboptimale fährst, ist es dann immer noch eine Sekunde Unterschied oder nicht? Es kommt halt ja auch drauf an, mit was kommt Piet besser zurecht. Ja, das ist doch ein Unterschied, ja. Ich glaube, hier wäre ein Lenkrad echt sinnvoll, glaube ich. Also aber finde ich auf jeden Fall auch. Was halt auch hinzukommt, ich war anfangs eine ganze Weile schlechter mit Lenkrad und HP2. Gerade die Tropen hatte ich echt Probleme, gerade mit CLK GTR. Und ja, man muss sich halt, ne, halt auch dann mal ransetzen und üben. Ne? Denn irgendwann habe ich halt die Kurve gekriegt und dann wurde es eben halt dann sogar besser als mit Tastatur, ne? Also wenn man sich eben halt... Es ist halt manchmal auch ein Lernprozess. Der sich aber in dem Moment eben halt dann bezahlt gemacht hat, weil jetzt ist das nämlich echt ein Vorteil. Apropos Vorteil, wieso fährst du denn hier jetzt so davon? Ich hab mir gedacht, wenigstens ein Rennen muss doch auch mal mit ein bisschen Abstand laufen. Jetzt legt er seinen Pokerface ab. Gut, dass er da bis zum letzten Rennen gewartet hat. Ja, das ist wirklich gut für dich, weil das wird nämlich nichts bringen. Nicht viel. Du bist zu viele Sekunden wieder davon gefahren. Ja. Ich würde sagen, die Meisterschaft hast du. Ja, es ist eine Frage der Fehler.
Wenn ich nächstes Mal die ganzen Fehler mache und du durchkommst, dann gleicht es halt wieder aus. Palme. Okay. Ja, mach das mal noch ein bisschen häufiger. Ja, ja, wollte gerade sagen, das sind dann bestimmt auch wieder 10 Sekunden oder so. Keine Ahnung, werden wir am Ende sehen. Aber gerade bei diesen langsamen Autos bei der Highspeed-Stelle, das summiert sich dann schon in der Zeit. Ja, ist nur eine Frage der Zeit, bis ich das wieder mir selber versau. Kennst mich doch. Ja, leider kann man hier nicht so einfach Fehler machen. So gesehen weiß ich nicht, wieso ich jetzt in die Palme gesprungen bin. Ach, was glaubst du, dass ich alles gegen dich hinkriege? Wenn ich gegen dich fahre, dann kriege ich die komischen Dinge hin. Na dann. Überzeug mich mal. Oh, wieso hält ein Stevie jetzt schon wieder auf? Ich verstehe es nicht. Ich glaube, das macht er, weil er dich überholen will. Ich glaube auch. Er ist ja vor mir, aber... Hä, wie kann er dann aufholen? Also das weiß ich auch nicht. Ja, keine Ahnung. Er baut den Vorstand... Ach so, meinst du? ...den Vorsprung auf und ich verstehe nicht warum, weil ich eigentlich... Ja gut, wenn ich mich drehe, dann... ja, dann ja. Ja. Aber das ist auch, je mehr ich mich ärgere, desto mehr traue ich mich dann und mach's dann nur noch schlimmer. Das ist wahrscheinlich auch bei mir gegen Kirsche das Problem. Dann hast du den Druck und dann machst du halt, ja, noch mehr Fehler. Ja, dann spür mal den Druck. Ich bin ja quasi schon wieder direkt hinter dir und werd mal nervös und sowas. Ja, in diesem Rennen ist es recht chillig. Da muss ich dir leider recht geben. Und das Ding ist, die wird so einen Fehler nicht machen, weil jetzt ist klar, dass er Vierter wird. Dachst du bei der dritten Runde? Genau, weil wenn man bis zur dritten Runde keine Fehler gemacht hat, dann macht man in den letzten beiden ja auch keine mehr, in den letzten dreien. Das ist doch klar, oder nicht? Es ist nicht klar, aber Stevie hat keinen Druck mehr jetzt. Ja, hat sich die ganze Zeit nicht. Ich mach mir keinen Druck. Warum sollte ich mir Druck machen? Vielleicht weil du bessere Platz haben willst, jetzt ich. Das wäre doch ein Grund. Naja, also, Tomete vernichten zu schlagen ist ja jetzt auch keine Herausforderung. Warum soll sich der Druck machen? Hat der nicht gesagt. Oh mein Gott. Das war fast eine Mondlandung, aber... Von der Palme? Nee. Mach vom mal. Berg. Vom Berg. Ja, es gab heute schon relativ viele Rennen, wo es mit Stevie knapp war und auch welche, wo ich besser war als er. Oh, okay, ja okay. Ach, apropos, Tomete, wie war denn gestern das? Hast du am High-Stakes-Event teilgenommen? Nee, am HP2-Event habe ich gestern teilgenommen. Also später, da war das High-Stakes aber schon zu Ende. Du kommst ja quasi auch am HP2 erst kurz vor Schluss rein. Oh, ich weiß jetzt nicht, wann... bis sie angefangen hat. War da irgendwas Spezielles gestern auch, oder? Nee, stinknormales High Stakes. Ja, Ravitch spielt jetzt immer Jumpstart. Ravitch ist ja nicht so der Mod-Mensch, der wird sehr selten, wenn überhaupt mal Mods posten. Oder hosten, nicht posten. Er hat den Modding-Channel für Need for Speed 4 gestimmt. Hat er dir das mal erzählt? Nee, aber er hat mal einen Screenshot dessen gemacht und mal auf dem RRP-Discord gepostet. Ah, das habe ich wohl übersehen. Ich auch. Ich dachte, er hätte Personen gestummt und das hat er gepostet. Nein, aber er hat auch das hat er hat sie nicht nur gestummt. Ja, er blockiert halt, ja. Aber auch das hat er gezeigt gehabt. Also ich habe wegen diesem ganzen Schlamassel sogar einen Timeout bekommen. Von okay. Several. Aber... Ja, der wollte dich nur davor schützen, dass da noch mehr Scheiße passiert wegen Ravitch. Der wollte es nicht weiß, dass es... Er hat ja keine böse Absicht gehabt, der wollte halt nur, dass du dich noch weiter auf Ravitch drauf eindrescht und ja, das noch die weiter können, eskaliert. Ja, die können halt alle nicht argumentieren, das ist das Problem. Egal, was man sagt. Ey, weil die wollen es nicht hören. Die wollen es einfach nicht hören, die wollen einfach ihre Ideologie weiterführen. Ja, und so jemand wie ich, der stört halt. Aber auf jeden Fall wollte ich nur Schadensbegrenzung machen, dass mit Ravitch noch schlimmer wird, weil das hat er ja auch im Admin-Bereich gesagt. Der hatte da keine böse Absicht gegen dich. Der wollte einfach nur Schadensbegrenzung und dich schützen, dass es eben halt
mich noch mehr argumentiert und Revisch noch angepisster wird. Das war alles. Ja, hat sich irgendwie anders angefühlt, aber... Ja, angefühlt, ja, auch klar. Egal. Ja, aber es war nicht so gemeint. Ja, ja, ich weiß, dass das... Vielleicht sich das halt... Vielleicht hätte er ihm einfach im Nachhinein privat schreiben sollen, warum dieser Timeout existiert. Ja, klingt nach einer guten Idee. Das wäre vielleicht eine logische Idee gewesen, ja. Ja, er hat mich ja so ein bisschen vorgewarnt und so, ich soll irgendwie einfach ruhig sein. Er wollte einfach nur das sehen. Ja, aufwärts damit sozusagen halt, ja. Ja, nicht nur er, also alle halt eben, ne? Bei der Sache wird nichts mehr bei rumkommen, es kann immer nur das gleiche nochmal gesagt werden und ja warum klar. Halt eben. Ja, klar. Aber wie gesagt, wenn die Fakten komplett gegen das sind, was er gesagt hat, dann beharrt trotzdem drauf. Also wie zum Beispiel. Ich habe keine Ahnung, welche Fakten da genannt wurden. Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, LFS 4 mit Netcode, dann ist das halt einfach falsch. Ja, okay, das ist richtig. Aber wenn du es dann am Tag danach nochmal sagst, und am Tag danach nochmal, und dann die Woche darauf noch dreimal, dann im Monat danach noch 10-mal, irgendwann, ja okay, warum wiederholst du jetzt die Fakten, wenn du keine Verbesserungsvorschläge machst? Bringt ja nichts, ist ja nur Bashing dann. Dann ist es ja kein Fakten, denn die Fakten sind bekannt. Die sind ausgesprochen worden, alles klar. Haben sie immer wiederholen, das ist ja nichts. Ja, das wäre ja verständlich gegen mich, aber was hat das mit Pete und Ronny zu tun? Ich glaube, dass einfach irgendwann hat er keinen Bock mehr gehabt, dass irgendwas durchgebrannt. Ich meine, er hat ja lange ausgehalten, ne? Jahrelang, dass das die ganze Zeit schon so geht, dass alle auf Need for Speed, naja, nicht alle, aber so wird er es wahrscheinlich empfunden haben, dass viele auf Need for Speed rumhacken. Ah, meinst du jetzt Ravage, okay. Ja, Ravage, ja, genau. Aber irgendwann hat er dann einfach keinen Bock mehr gehabt und dann jeder, der mir irgendwas will, dann müde ich ihn halt oder blockiere und dann ist klar. Ja, ich habe auch verstanden, was er... Trotzdem check ich das nicht, wenn jetzt einer ständig auf Public Feuer rumhacken würde, würde mich das überhaupt nicht kratzen, also... Ja, aber das ist dann deine Personalität, wenn dich das, wenn man das gleiche hört, das stört dich nicht, wenn dann... wenn das Spiel, zum Beispiel jetzt angenommen, Tomato will es dauernd bemängeln, das Spiel hat kein Wetter, ja, dann gebe ich ihm sogar recht, das ist ja auch scheiße, warum soll ich denn das abstreiten? Ja, es war ja meist nicht nur so, dass gesagt wurde, es hat kein Wetter, sondern, oh, das ist voll schlimm und das ist schrecklich und das ist voll der Mist und andere haben das. Und das war ja sogar vorgesehen, dass sie es einbauen, aber Blackbox oder wie es denn genau war. Also, das war ja dann immer so eine elendig lange Story und irgendwann konnte sie wahrscheinlich einfach nicht mehr hören. Wobei ich es halt immer noch interessant finde, wie viele Leute aber meckern sind, wenn man mal überlegt, und das ist halt nun mal eben Fakt, wie alt das Spiel nun mal ist. Das, was vielleicht früher mal so war, ist halt heutzutage mal anders. Ja, er würde sich halt einfach gerne darauf konzentrieren zu spielen. Oder halt eben, wenn man was dran verbessern kann, dann los geht's, dann diskutieren wir darüber. Aber so viel Zeit und Energie in das Wiederholen, immer das bringt ja dann einfach irgendwo nichts und da hat er keinen Bock mehr gehabt, schätze ich mal. Und dann ist irgendwas durchgebrannt und danach war es halt komisch. Ja, der hat halt auch gar keinen Bock auf irgendwie Verbesserungen. Aber Revisch geht ja auch davon auch dann direkt davon aus, dass ich das Spiel hasse, das Spiel. Dann, wenn ich das regelrecht würde ich ja Underground, wie Underground 2 das Spiel komplett links liegen lassen. Das ist ja nur so, dass ich eben halt bestimmte Dinge an dieses Spiel mache. Ich hab ja sehr oft über Nice 2 gemeckert und ich spiel's heutzutage trotzdem noch. Sogar so weit, dass Dennis und ich mal kurzzeitig so einen kleinen Streit untereinander hatten. Weil sich eben halt auch ein paar Dinge an dem Spiel genervt haben, die wir aber dann letztendlich fixen konnten. Ja, aber das ist ja bei High Stakes nie passiert. Dass dann die Sachen... Obwohl, ja gut, inzwischen schon, aber das war dann nach dem Streit. Ja. Wobei Hartmut 2 ist ja an sich auch ein richtig gutes Spiel, weil das Spiel kann ja nicht dafür, dass ich Scheiße drin bin. Vielleicht wurde es sogar genau dafür designt. Genau! Das antitometische Spiel. Es gibt es wird dann in 20 Jahren irgendwann bei dem TIR-Clan gehen. Genau. Ich glaube, da müssen wir gucken, wir müssen das so hinkriegen, dass er genau in dem Spiel immer verliert. Wir müssen so probieren, dass er es nicht hinbekommt. Wir müssen es verhindern, dass Tomete ein guter Gamer ist. Ein guter Gamer-Rennfahrer. HP2 wurde von aus der Zukunft entwickelt und nur in die Vergangenheit gebracht. Das erklärt dann auch, warum so viel Content fehlt. Weil das wird ja heutzutage ja auch getan. Die mussten halt viel Zeit da reinstecken, dafür zu sorgen, dass es Antitomete ist.
Wahrscheinlich war das eigentlich ein völlig anderes Spiel und dann hat Tomete war dann super gut da drin und ist dann mega überheblich geworden, weil er so gut darin war und hat dann in seinem Größenwahn die Weltherrschaft an sich gerissen. Und dann haben sie einen in die Vergangenheit zurückgeschickt, um das Spiel so abzuändern, dass es für Tomete schlecht ist. Ey, Kirsche, meine Idee war aber auch nicht schlecht, weil auch, guck mal, heutzutage die Spiele, wie oft hier und dort mal Content fehlt. Ah, du meinst, das war die erste Form von Download? Terminator, ja, das war Terminator. Das war definitiv Terminator. Shameless Copy. Achso, aber nochmal zurück zum Lenkrad zu Meten. Was bei Lenkrad auf jeden Fall besser ist, ist die Konsistenz. Oh, wir sind in der letzten Runde. Ja. Ne, die Konsistenz ist halt besser. Du kannst halt, weil du ja eben halt analog längst, kannst du immer doch wesentlich konsistentere Runden fahren, als wenn du mit Tastatur fährst. Ah, bin ich mir nicht sicher. Wenn man sich daran gewöhnt hat, Tastatur, dann geht das auch. Ja, aber es ist nicht ganz so einfach. Also, ich war jahrelang und auch echt ein guter Tastaturspieler. Ne? Hab eine 1,5416 auf allen Outskirts gefahren mit Tastatur. Aber trotzdem, mit Lenkrad, mit dem analogen Lenken, du kannst halt trotzdem leichter Sachen präziser ansteuern. Ja, das ist auch richtig. Also bei mir kommt es auch auf der Strecke, ob ich mit Lenkrad oder Tastatur besser bin. Also wo ich mit Lenkrad besser bin, das sind halt tatsächlich hauptsächlich die Weitstrecken. Und da war das da war eh in meiner Anfangszeit, das war meine Anfangszeit mit dem Lenkrad tatsächlich auch so. Da habe ich mit Tropen mit Lenkrad richtig Probleme gehabt, vor allem mit CLK, aber Wald ging halt sofort besser, ne? Ja. Ich da wollte nur eine Weitstrecke haben, habe ich gedacht, heute fahre ich Tastatur. Achso. Ich fand's übrigens, ich find's übrigens witzig. Ich habe hier vorne mich weggedreht und somit ist immer noch hinten. Ja, das liegt daran, weil die deine Zeit einen zurückgeschickt haben und so. Ja. Voll. Ja gut, beim letzten Renntag, wo ich mitgefahren bin, da war Stevie ja schlechter als ich, also... Ihr wechselt euch immer so ab, ne? Oder? Ja, so ein bisschen schon. Das ist wie so Mafia, diese ganzen Mafias. Dass kein Laden ausstirbt, so. Die einen verkaufen das, die anderen das. Ja, hupt halt, ist okay, ich hab die Hupe nicht drin. Die Stevie-Mafia. Doch diese... Ach, leck mich doch, Leute! Kann es gerade schlecht erklären. Da ist er ja. Glückwunsch, du bist Zweiter. Ja, ich hab gehofft, der Renntag läuft besser, aber... All races done! Aber Hauptsache Kirsch hat wieder die bessere Rundenzeit. Ja, ich habe beim Schalten einiges falsch gemacht und irgendwann habe ich es halt mal gemerkt. Ich habe den dritten viel zu häufig benutzt. Ah, ja, ich habe tatsächlich eher den vierten benutzt. Ja, also, irgendwann habe ich gemerkt, dass du echt höhere Geschwindigkeiten mitkriegst. Wie hast du mit dieser Karre so viel rausgeholt? The fuck? Der fuck ist jetzt das, was bei mir zuletzt zu hören ist im Video. Ja, so ein schönes Abschlusswort, oder nicht? Auf jeden Fall.